Trader. Mit uns hast du gute Karten. Schönen guten Abend euch. Finale beim Trader Locals. Wenn ihr dabei sein wollt, dann kauft euch Tickets. Und ja, jeden Samstag und Dienstag ist das. Genau. Immer sehr entspannt. Ja, wir sind im Finale. Was soll ich noch sagen? Wie geht's euch? Gut. Abgesetzt hast du? Habe ich schon, ja. Das glaube ich auch. Genau, okay. Dann würde ich sagen, machen wir zwei hoch. Würde ich sagen. Ich mache den Timer schon mal an. Jo. Das ist eine 4, das ist nicht so hoch. Nicht so hoch. Ich habe auch schon mal eine 2 gewürfelt. Das ist eine 4. Auch eine 4. Ja. Soll ich einmal nochmal da? Ja, kannst du gerne machen. Das ist eine 8. Müde euch. Ja, ist schon sehr spät, ne? Das ist eine 7. Dann würde ich gerne beginnen. Dann darfst du das gerne machen. Auf ein gutes Spiel. Gutes. Okay. Das ist gar nicht gut. Das ist immer nicht gut zu hören. Boah. Das finde ich überhaupt nicht gut. Normal Summon. Vulkanisches Randfeuer hat erstmal keinen Beschwörungseffekt. Wenn es auf den Friedhof gelegt wird, kann ich es verbannen und ein anderes vulkanisches Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Oder ich kann einen Blutbeschleuniger verbannen und einen anderen oder einen neuen Blutbeschleuniger vom Deck aktivieren. Okay. Dann würde ich eine Link 1 machen. Effekt Randfeuer, ich würde es verbannen und was Foolischen. Von der Hand oder von vom Deck? Deck, vom Deck ich glaube, das ashe ich dann erstmal drauf. Okay. Set 1. Ja. Dann darfst du. Dann zieh ich eine Karte. Jo. Dann sage ich Draw Standby Main. Dann würde ich gerne Normalbeschwörung Connector Effekt ansagen. Der erlaubt mir einen Neos Spacien oder elementar halt Neos vom Deck zu beschwören. Das würde ich ashen. Das ashst du. Das ist soweit in Ordnung. Dann aktiviere ich Erbe des Kelch. Erlaubt mir eine Noble Arms oder Noble Knight Karte zu suchen. Mhm. Ja. Das ist, denke ich, in Ordnung, denke ich. Jo. Hoffe ich. Da add ich mir. Habe ich auf der Hand. Das. Also. Was mache ich denn überhaupt für Kostenverband? Muss ich einmal kurz gucken. Nee, tatsächlich nicht, glaube ich. Ist nicht vor einem Doppelpunkt oder Semikolon. Ja, dann. Da steht einfach nur, verbanne diese Karte vom Friedhof und falls du dies tust. Ja, okay, dann bleibt im Friedhof. Friedhof, ne? Genau. Dann ich bin Oliver. Oliver hat den Effekt, ich kann eine Noble Arms oder Noble Knight Karte, beziehungsweise ein Feuer Warrior oder eine Noble Arms Karte auf dem Friedhof legen oder eine Equip Spell so. Und dann specialt er sich als Stufe 1. Ja. Und dennoch, die haben alle die Grave-Effekte, fast alle, dass die sich aus dem Grave equippen können, ein Monster. Okay. Da würde ich sagen, aktiviere ich Oliver, Kosten sind Almaze. Das ist ein Equip-Spell. Ist das in Ordnung? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir in eine Link 2. In Isolde. Auf Beschwörung sucht ihr mir ein Warrior-Monster. Ich kann es aber nicht normal, nicht special und die Effekte nicht aktivieren. Jo. Das ist in Ordnung. Dann suche ich mir noch einen Connector. Dann will ich einen zweiten Effekt aktivieren. Die macht mir, legt mir für Kosten, legt ihr mir ein rein. So viele wie ich will. Bis zu vier mache ich das immer normalerweise. Dann mache ich Durendal, Phoenix Blade, Metal Armor Silver und Joyous. Und ich durfte mir jetzt ein Monster der Stufe 4, ein Warrior Monster Stufe 4 aus dem Deck beschwören, wenn das in Ordnung ist. Ja. Kann ich abheben. Genau. Dann kommt Ogier. Ja. Ogier Effekt, legt mir eine Noble Arms oder ein Fire Warrior im Friedhof. Ja. Würde mir Turpin reinlegen. Soweit alles in Ordnung? Ja.
Dann würde ich den. Ja, ich gehe da nochmal dran eigentlich. Achso, hast du das Deck unten oder oben? Weil sonst ja, machen wir also mal so hier hin. Nee, du lass es auch gerne. Ich denke nur immer, ich soll abheben. Achso, nee, ich lass. Normalerweise lege ich das hier hin. Für den Stream lege ich das ja jetzt hier hin. Also, das ist immer. Dann würde ich den Effekt von Phoenix Blade aktivieren. Ich verbanne jetzt zwei Warrior-Monster aus meinem Friedhof. Mhm. Und dann darf ich mir die auf die Hand nehmen. Jo. Dann würde ich gerne Phoenix Blade auf Ogier machen. Mhm. Der kriegt jetzt 380k Push. Dann würde ich den Effekt von Turpin aktivieren. Der kann sich jetzt flashen, wenn der im Friedhof oder auf der Hand ist, wenn ich eine Eclipse Blade kontrolliere. Ja. Danach würde er das Spiel verlassen. In dem Fall aber jetzt nicht, weil ich jetzt den guten Kollege aktiviere, beschwöre und der ein Xyz ist. Auf Beschwörung wird er mir jetzt bis zu drei Noble Arms Karten aus dem Friedhof an ihn equippen. Mhm. Würde ich mir die equippen, würde ich mir den equippen und dann würde ich mir noch Armace equippen. So. Dann würde ich den zweiten Effekt aktivieren. Ich darf jetzt so viele Spelltraps auf dem Spielfeld zerstören, wie viele Spelltraps ich kontrolliere. Mhm. Ich glaube, das ist sogar ein Non-Target. Ne, wählen. Ich wähle deine Verdeckte. Okay. Okay, was macht das? Die würde ein Feuermonster als Tribut anbieten und dir die Höhe der Grund-ATK als Burn-Damage hinzufügen. Okay. Ja. Alles klar. Dann würde ich den Effekt von Durendal aktivieren, den ich noch nicht gemacht habe. Jo. Würde ich mir einen Fire Warrior der Stufe 5 oder niedriger der Hand hinzufügen. Würde ich mir Ricardetto nehmen. Und dann geht die im Friedhof. Dann gehe ich in eine Link 3. In Ratin, der himmlische General. Dann wird sich jetzt Chainlink 1 Joyous aktivieren. Chainlink 2 ist Almaze. Almaze addet mir eine Fire Warrior oder Noble Arms Karte aus dem Banish oder Friedhof wieder auf die Hand. Mhm. Und Joyous würde ich mir die nehmen. Und Joyous würde mir jetzt ein Fire Warrior aus dem Friedhof aus der Hand beschwören. Jo. Dann würde ich Ricardetto beschwören. Ricardetto-Effekt beschwört mir aus dem Friedhof einen Fire Warrior der Stufe 4 oder niedriger. Würde ich mit Turpin reinlegen. Ja, beschwören so. Dann würde ich in eine Synchro 5 gehen. In Angelica. Angelica-Effekt sucht mir jetzt eine Noble Arms, eine Spell, die Charles erwähnt oder Olifant-Karte, diese Trap da. Mhm. Dann würde ich mir die Fizz versuchen. Würde ich die auch direkt aktivieren. Und dann würde ich auch die Feed-Spell zum Suchen aktivieren. Dann suche ich mir Durendal. Musst du dafür 1200 bezahlen? Genau, ich muss 1200 dafür bezahlen. Die sucht mir jetzt eine Noble Arms Karte, falls ich es vergessen habe zu erwähnen. Mhm. Ja. Ach, jetzt habe ich dir 1200 abgezogen. So, machen wir mir 1200 abziehen, minus 1200. Dann würde ich Durendal aktivieren und Angelica targeten. Mhm. Sie chaint sich an, verbannt sich bis zu Endphase und würde, also wenn die gewählt wird, durch Kampf- oder Karteneffekte. Mhm. Und dann dürfte ich mir ein Roland-Monster aus dem Extra-Deck specialen und ein Fire Warrior reinlegen. Ja. Und dann würde ich mir Maugis reinlegen. Jetzt wird sich der Effekt von Maugis aktivieren. Ich kann jetzt bis zu drei Fire Warrior oder Noble Arms Karten im Friedhof wählen und die zurückmischen und eine Karte ziehen. Jo. Bis zu drei, ich muss sogar drei nehmen. So. So, lass einmal absetzen. Jetzt ziehe ich eine Karte. Dann würde ich den Effekt von OG aktivieren, ihn wählen. Dann den zweiten Effekt von der Feedspell aktivieren. Weil es der erste Effekt resolved ist, erfolgreich resolved ist, darf ich dann einen Monster aus der Spell und Trapzone specialen. Jo. Dann gehe ich in eine Link, in eine Synchro 9. Dann würde ich gerne den Effekt von Roland aktivieren. Darf ihn in der Mainphase einer Monster equippen. Dann Effekt Charles. Ich darf jetzt eine Karte auf dem Spielfeld Non-Target zerstören. Mhm. Das ist dann dein Link-Kuribo. Link 1 in
Emperor Charles the Great. Effekt auf Beschwörung. Der equipt jetzt einen Charles an ihn dran. Er bekommt die originalen Effekte von ihm. Mhm. Er ist ein Soft Wound Spell Turn Spell Trap Negate. Und in der Endphase kann ich mir eine Equip Spell aus dem Grave und einen Monster aus dem Deck an ihn equippen. Genau. Das ist alles. Und er kriegt Push durch den und durch den. So, dann würde ich den Effekt von OG noch aktivieren und einfach ihn wählen und einen equippen. Jo. Ja, dann sage ich Battle Phase an. Mhm. Dann würde ich dich mal mit 4000 direkt angreifen und für 2200. Also insgesamt 6200? 6200, genau. Und genau, ja, das. Dann würde ich noch eine Karte setzen. Und in der Endphase aktiviert, kommt dann Angelika erstmal wieder. Und dann aktiviere ich den Effekt von Charles. Ich equip mir jetzt Metal Silver Armor. Und eine aus dem Deck. So, jetzt kannst du nur Karten, die Spelltrap oder Monster-Effekte, die Monster targeten würden, kannst du nur meinen Charles wählen. Okay. Dann bist du dran. Draw. Ja. Bringt mir das was? Ja, dann dürfen wir, glaube ich, ins nächste gehen. Alles klar. War die ultimative Brickhandlung. Ja, ich hab's gemerkt, also das war irgendwie. Du stehst gerade auch 3-0, ne? Ja. Extra Leg Monster ist in meinem Side Deck gelandet. Glücklich erwarmt. Sehr, sehr warm, ja. Ja, aber ein bisschen besser als drüben finde ich schon, glaube ich. Ja, wenn du in der Ecke sitzt da drüben, das ist auch sehr warm, ja. Gerade. Aber ich glaube, ich bekomme ein bisschen mehr von dem. Ja, ich glaube auch, das ist sehr. Ja, schon sehr gut. So, zeigen wir dann gegen dich rein. Ich muss ja. So, dann machen wir den raus. So ruhig im Chat, keiner schreibt was. Ja, schon spät, ne? Sind schon alle im Bett. Ja, wahrscheinlich. Tja, Seiten. Qual der Wahl. Ja, ist immer sehr, sehr komisch. Ich weiß ja nicht mal, was du wirklich spielst. Deswegen. Wie was? Bin wach. Boah, Max Andrew, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ja, bitte. Erzähl, was dein Anliegen ist. Nicht so einschläfern sprechen, damit ihr nicht einschläft? Wahrscheinlich, ja. Aber wir sind auch sehr müde. Es ist schon spät. Lukas, wer war nochmal Lukas? Lukas ist der mit den langen Haaren, also der immer Heroes, mal Hero spielt. Ja, Lukas, ich glaube, wir haben ein paar Lukas hier. Mhm. Ich kenne einen Lukas, der hier manchmal oder öfter spielt, der ist schon lange nicht mehr da gewesen tatsächlich. Also der kommt eigentlich jeden Dienstag. Du meinst doch bestimmt den Schnärmann, oder? Ja, genau, ich glaube auch. So. Er spielte Black Wings in Casual und war zweimal heute im Stream. Ach so. Okay, dann war das wahrscheinlich Lukas Schneermann. Das kann gut sein, ja. Ich nenne mal Blobfisch gleich auf jeden Fall. Er wird bestimmt wissen, woher das kommt. Ja, genau. Gibt es da dazu eine Story oder ist es einfach jetzt... Wahrscheinlich gibt es da eine Story zu. So, du würdest gerne beginnen wahrscheinlich, beginnen, ja. Ne? Dann auf ein nicht-bickiges Duell. Das wäre jetzt wirklich schlecht.
Geht so. Geht so, ist immer schlecht. Was kann ich denn machen? Genau, es wird dann immer, eine Runde wird dann Casual gespielt, eine Runde wird dann Competitive gespielt. Also wenn du das meinst, und sonst kann man sich eintragen für Casual oder für Competitive. Und da gibt es dann auch eine Bandliste für Casual. Das ist immer sehr interessant. Name Summon Vulkanische Rakete. Und Summon Effekt sucht man eine Root-Beschleuniger-Karte vom Deck auf die Hand. Super. Set 2. Dann darfst du. Dann ziehe ich eine Karte. Draw Phase. Standby Phase, Main Phase 1. Jo. Dann starte ich in der Main Phase mit einem Lightning Storm für Spell Traps. Du musst jetzt alle Spell Traps zerstören. Mhm. Oder ich kann auch Monster wählen. Ja. Haben die irgendwelche Effekte im Friedhof? Der Group-Beschleuniger nachladen kann sich verbannen. Mhm. In deiner Main Phase, also in irgendeiner Main Phase. Und dann kann ich ein vulkanisches Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Okay. Dann würde ich gerne Erbe des Case aktivieren wieder. Such mir ein Fire Warrior Monster. Jo. Beziehungsweise eine Infernoble-Karte oder Noble Arms-Karte. Dann würde ich mir Renault adden. Auf Resolution irgendwas? Nope. Und dann würde ich eine Normalbeschwörung Gaugia machen. Effekt, leg mir einen Fire Warrior oder Noble Arms Card im Friedhof. Mhm. Würde mir Gearfit reinlegen. Dann aktiviere Special ich Renault und auf Summon Effect würde mir ein Fire Warrior oder eine Noble Arms Card auf dem Friedhof wieder auf die Hand hinzufügen. Ja. Was macht der Gearfit nochmal? Der ist ein Monster Negate, wenn ich eine Spell Trap eine Equip-Spell, zum Beispiel die Seite weglege. Und in der Battle Phase kann der einen, wenn er angreift, kann ich ein Monster einfach an ihm dran equippen. Okay, darf ich den einmal lesen? Ja, kurz? Klar, natürlich. Also, komplett. Das ist in Also der ist quasi ein Monster Negate, ein Aktivierungs-Negate. Okay, ja. Das geht auch in der Battle Phase. Alles klar. So, dann würde ich sagen. Aktiviere ich erstmal All Maze und würde gerne Renault equippen. Ja. Dann würde ich den Effekt nutzen von ihm und eine andere Noble Arms Karte an Renault equippen. Jo. Durandal. Dann wird die zerstört. Dann würde ich weitermachen mit dem Dann würde ich den Effekt von Gearfried machen. Die verbannen, der specialt sich. Mhm. Dann würde ich den Effekt von Durandal machen, um mir einen Fire Warrior Monster Stufe 5 oder niedriger zu suchen. Jo. Da würde ich mir Oliver suchen. Dann wird die zerstört. Dann gehe ich in eine Synchro. In Angelika. Angelika-Effekt. Würde mir eine wieder die Feeds versuchen oder Olifant. Jo. Ich würde direkt aktivieren und den Effekt nutzen wollen. Zahl wieder 1200 Lebenspunkte. Ja. Und darf mir eine Noble Arms Karte suchen. Ja, ja, ja. Dann suche ich mir Joyce. Die Karte gesagt, ich kann mir einen Fire Warrior, allgemein einfach einen Fire Warrior auf die Hand vom Banish oder vom Friedhof adden. Oder ich kann, wenn die im Friedhof gelegt wird, kann ich einen Fire Warrior aus der Hand specialen. Okay. Wie viele, wie oft kannst du das benutzen? Das ist once per turn, aber soft once per turn. Okay. Also wenn ich mehr Feed Spells habe, kann ich auch mehr machen. Okay, ich würde on Resolve Nachladen aktivieren. Ich glaube, das lösche ich einfach mal. Okay. Irgendwas auf Resolve? Nee.
Dann würde ich Joyous aktivieren, Target Gearfried. Ja. Dann würde ich den Effekt von Ogre nutzen und gerne meine Angelika targeten und die equippen. Mhm. Dann würde die sich chainen und einen Roland wieder aus dem Extra-Deck specialen und einen Fire Warrior foolischen. Ach, das ist die falsche. Die eine Karte zu früh. Und dann würde ich mir... Tarion Fade auflegen. So. Dann würde ich Treppen aktivieren, weil ich eine Crispware kontrolliere, kann ich ihn specialen. Ja. Dann gehe ich in einen Synchron 9. Hat der einen Effekt, wenn er zerstört wird? Nee, dann nur den Search-Effekt. Okay, dann Effekt Roland, targete Charles. Mhm. Effekt Charles, möchte gerne eine Karte Non-Target auf dem Spiel zerstören. Ja, wahrscheinlich diese dann. Genau. Und dann Link 1. Ihn. Effekt, ich möchte gerne ihn von den Equipment wieder. Dann Effekt, weil der erste Effekt resolved ist, würde ich mir gerne den hochspecialen. Jo. Gemacht. Roland habe ich auch gemacht. Dann würde ich den Effekt von gar nichts aktivieren. Wir werden in die Battle-Phase gehen. Du hast gerade ein Monster Negate, ne? Genau. Was ist ein Monster Negate? Ja, ich aktiviere Nibiru End of Main. Okay, dann würde ich den negieren. So, dann würde ich in die Battle-Phase gehen. Ja. Das ist. Genau, das ist ja, Game. Das ist sehr Game. Alles ja. Klar. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du in die Büro auf der Hand hast. Deswegen habe ich extra versucht, ein bisschen darum zu spielen. Ja, du hast ja safe, glaube beim vierten Summon oder so hast du genau, wieder einen Equip-Spell gehabt. Genau. Deswegen habe ich vorher ihn halt gezündet. Ich hätte als Kessershot reinsenden können und dann hätte ich halt einen Rageki gehabt. Schon mal. Ja. Ja. Hat leider nicht geklappt, weil du. Die Ash hat es noch. Ja, das war echt. Ja, gut. Ich habe überlegt, ob ich mir Oliver noch special, um den Equip-Spell zu im Friedhof zu legen. Dann hätte ich einen Baron noch gehabt, aber dann hätte ich in der Zeit keine Equip-Spell mehr gehabt und hätte es mich inhibieren können. Ja, genau. Ich habe nur darauf gewartet. Ich habe es irgendwie noch gehofft, dass es irgendwie, aber du warst klug genug. Ja, ich habe echt, soll ich greedy sein oder nicht? Und habe mich dann doch dagegen entschieden. Ja, ich hatte halt wirklich nur so Extender, aber keine richtigen Starter auf der Hand. Selbst wenn, also du hast den ja geimpft. Ich habe den geimpft, hat nicht genau. Mal so richtig gemattert, weil meine, die ich gesucht hätte, die Karte hätte nicht wirklich viel gemacht. Ich kenne das Deck tatsächlich nicht so extrem. Ich weiß halt, dass die einen Brave ein bisschen mehr machen, deswegen habe ich Coldball gesidet. Ich spiele die nicht im Main Deck gerade. Ja, und ich weiß halt, dass die Twin dass du Backrow spielst und das Deck wird auch viel mit Runic kombiniert. Deswegen habe ich gedacht, okay, was spielst du denn dann da? Und dann ja, ist halt auf jeden Fall richtig. Backrow hat gesidet. Und du hast halt ein Monster, was halt die ganze Zeit mir Burn-Schaden gibt. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Bin leider auf, ich konnte leider nichts machen. Das stimmt. Es kam einfach, ja. Spielst du das nicht so einfach pur oder? Ich hab FTK, ja. Achso, du spielst doch die FTK-Variante. Hast du halt schon einmal FTK oder? Ja, habe ich einmal richtig. Ich glaube, einmal habe ich auf jeden Fall richtig FTK. Und ansonsten, glaube ich, habe ich viel über Burn im Time gewonnen. Okay. Ja, einmal habe ich den FTK durchbekommen. Ja, es ist halt, also wenn man eine Handtrap kassiert, dann kriegt man den eigentlich nicht mehr hin. Okay. Also. Sehr also nie konstant, aber... ja, es gibt mehrere Zwei-Karten-Kombos. Du brauchst dann irgend noch einen Discard, den hat man aber meistens. Ja. Wir müssen noch eine Abmod machen, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser interessanten Runde, wo nichts passiert ist. Ich hoffe, davor die Runden waren dafür besser. Genau, ich denke an Blobfish, oder wir denken an Blobfish. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß am Stream. Kommt mal vorbei auf jeden Fall. Also ist mega interessant. Yu-Gi-Oh! Ist ein cooles Kartenspiel, außer er brickt so wie der Kollege hier gegenüber von mir. Nein, aber es macht trotzdem Spaß. Wenn man da mit Spaß und ein bisschen auch Nostalgie rangeht, dann
läuft das schon. Ein paar Decks bricken auch nicht, von daher. Genau, so mein Deck ist zum Beispiel sehr konstant. Also es gibt auch, genau. Habt eine wunderbare Restwoche. Ja, eine gute Nacht an alle zusammen. Ja, auf jeden Fall war sehr, wieder sehr cool hier bei Trader. Kommt vorbei. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ciao, ciao.